Vielen Dank, Herr Staatsminister, für diese eindringlichen und mahnenden Worte. Sie haben schon einige Aspekte angesprochen, aufgeworfen, die wir im Laufe der nächsten beiden Tage besprechen wollen und Fragen beantworten wollen. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist diese Veranstaltung eine Kooperation des Landeskriminalamtes Hessen und auch der Universität Frankfurt. Und deshalb begrüße ich Frau Präsidentin Britta Wolf. Guten Morgen, Frau Wolf, schön, dass Sie hier sind. Und Sie haben jetzt das Wort, um die Gäste zu begrüßen. Vielen herzlichen Dank. Und zunächst bitte ich um Nachsicht für meine Verspätung. Ich war noch in einem anderen befreundeten Ministerium. Wir sind ja eine gute Landesuniversität. Ja, sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Beuth, sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Sabine Thurau, liebe Susanne Schröter als Mitveranstalterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Wissenschaft, ich freue mich sehr, auch von Seiten der Goethe-Universität Sie alle herzlichst hier zu dieser bestimmt super spannenden Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Und die Idee entstand eigentlich, als Sabine Thurau und ich uns letztes Jahr so informell kennenlernten. Sie wissen vielleicht, dass es an der Goethe-Universität so eine Tradition gibt, etwas gegen Bullen auf dem Campus zu haben und die Polizei nicht immer nur willkommen ist. Das ist aber nicht der Grund dafür, dass wir heute nicht auf dem Campus sind. Wir werden in Zukunft auch gemeinsame Veranstaltungen auf dem Campus machen und auf jeden Fall fühle ich mich bei Veranstaltungen gemeinsam mit dem LKA bestens geschützt. Aber mal im Ernst, wir haben gemerkt, dass wir in der Arbeit zwischen der Goethe-Universität und dem LKA, so merkwürdig es für manche klingen mag, große Schnittmengen haben, große gemeinsame Interessen. Und man kann das vielleicht so ausdrücken, dass der gemeinsame Nenner unserer Interessen tatsächlich einige große gesellschaftliche Herausforderungen sind und dass wir mit diesem Thema, dem Thema dieser Veranstaltung, eine solche adressieren, hat Herr Beuth gerade sehr anschaulich dargestellt. Und ich freue mich auch, am Publikum hier zu sehen, dass das nicht nur ein Herzblutthema für Frauen ist, sondern offensichtlich auch für Männer und nicht nur für Muslime, sondern wirklich für die breite Gesellschaft in Deutschland. Für die Universität ein wichtiges Forschungsfeld. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir drei sogenannte Exzellenzcluster haben. Eines davon ist das Cluster Herausbildung normativer Orders. Und im Rahmen der Arbeit dieses Clusters ist die Forschungsstelle von Susanne Schröter entstanden und hat sich prächtig entwickelt, auch durch damals nicht vorhersehbare dramatische Zuspitzungen in der aktuellen Weltpolitik. Und insofern sind wir ganz glücklich, dass wir bei diesem Thema vielleicht auch wissenschaftlich helfen können, aus der Perspektive der genannten Disziplinen, aber auch aus der Ethnologie. Mit Herrn Steinberg ist ein Jurist von uns hier, mein Vorvorgänger, der auch aus seiner disziplinären Perspektive etwas beitragen kann. Und wir hoffen, dass wir sozusagen in der Bündelung der Kompetenz verschiedener Landeseinrichtungen für Hessen dieses Problem etwas besser in den Griff bekommen. Und zwar nicht nur aus der typischen Polizeiperspektive, was immer das sein soll. Herr Beuth hat ja auch dargestellt, dass ein umfassender präventiver Ansatz sozusagen hier kultiviert wird. Und dabei können wir vielleicht helfen, denn wir sind in unseren Geistes- und Sozialwissenschaften darauf spezialisiert, solche gesellschaftliche Prozesse nicht nur zu begleiten, sondern vielleicht auch präventiv mit zu überlegen, was zeichnet sich da ab und wie kann man im Sinne einer offenen Gesellschaft solche Entwicklungen vielleicht auch, so gut es geht, konstruktiv steuern. Das Problem hat aber auch für uns als Unileute eine ganz praktische Komponente und das ist mir auch an früheren Universitäten, an denen ich tätig war, schon klar geworden. Ich war lange Ausländerbeauftragte an meiner früheren Universität und da kamen Kollegen zu mir und haben gefragt, Gitta, was mache ich denn eigentlich? Da kommt eine Frau tief verschleiert rein, einen mir nicht bekannten Mann an der Seite und ich soll mit diesem mir fremden Mann über die Studienleistung dieser Frau reden. Das geht für deutsche Profs schon aus rechtlichen Gründen nicht und wir sind es auch gewohnt, in die Gesichter unserer Studierenden schauen zu können. Und da haben sie das, was einige vielleicht als Clash of Civilizations bezeichnen würden, wirklich in der praktischen Anwendung im Alltagsleben von ganz normalen Hochschullehrern. Und das führt zu Ratlosigkeit. Und wir müssen da Antworten geben. Und diese Antworten werden nicht ohne gewisse Verhaltensänderungen auf einer oder beiden Seiten praktizierbar sein. Sie sehen, wir sind nicht nur in der Theorie, sondern auch in unserer universitären Praxis hier ganz konkret gefordert. Und insofern freue ich mich, dass wir gemeinsam die Gelegenheit haben, dieses extrem wichtige Thema
aufzugreifen und heute und morgen hoffentlich viele gute Ideen und Lösungsansätze zu finden. Vielen, vielen Dank, Sabine, vielen, vielen Dank, Susanne Schröter und vielen, vielen Dank auch Ihrem Ressort, dass wir hier heute diese Veranstaltung gemeinsam beginnen können. Yeah.